Der Bundeskanzler der BRD, Helmut Schmidt, hat am Abend seinen dreitägigen Besuch in der DDR beendet und von Güstrow aus die Heimreise angetreten. Nun fährt die Wagenkolonne auf dem Bahnhofsvorplatz vor. Es ist fast schon 17 Uhr geworden. Der graue Citroën mit den beiden Flaggen der beiden Staatsmänner. Freundlicher Beifall für Helmut Schmidt und herzlicher Dank der Bürger Güstrows an Erich Honecker. Und nun geleitet Erich Honecker unter Hochrufen Bundeskanzler zum Wagen. Ich danke Ihnen recht herzlich. Danke. Für all das, was sich während des Aufenthaltes hier in der Deutschen Demokratischen Republik ergeben hat. Und wünsche Ihnen alles Gute für Zukunft. Ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meiner Seite. Ganz bestimmt. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Danke Ihnen, meine Herren. Danke, alles Gute. Auf Wiedersehen. Der Zug des Bundeskanzlers verlässt nun den Bahnhof Güstrow.